Mich fragen die Leute immer, hey, was macht euren Linkshortener so einzigartig und warum ist dieser der beste, den es auf dem Markt gibt? Meine Antwort, die ich darauf immer gebe, teilt sich in drei Punkte auf. Individuelle Werbung und damit höchste CPM-Raten, ein kompetenter Support und die stetige Weiterentwicklung der Plattform. Und um euch diese Weiterentwicklung einfach mal vor Augen zu führen, möchte ich heute einfach mal unsere Ziele für den Anfang 2019 vorstellen. Also welche Updates es in nächster Zeit gibt. Und damit auch herzlich willkommen zu diesem neuen Video und wir starten direkt rein mit den ersten Features. Das erste, was wir verbessern wollen, ist unser Dashboard und unser API-Bereich. Dieser Bereich bekommt ein schickes Redesign und wird auch synchronisiert, sodass man auch zu den API-Sachen Statistiken bekommt. Genauso wird man selbst entscheiden können, ob man die API-Statistiken einblenden lässt oder ausblendet. Des Weiteren werden noch weitere Regeln hinzugefügt, sodass die API zum Beispiel nur für bestimmte Domains sind oder auch nur bestimmte Domains ausgeschlossen werden können. Das ist Punkt Nummer 1, der euch demnächst erwartet und wir starten direkt mit 2. Wir werden die Charts, also die Grafiken, die angezeigt werden, verbessern. Das heißt, man bekommt übersichtlicher Statistiken angezeigt und das auch in einem bestimmten Design. Weiter geht's zu Punkt Nummer 3. Die Linkerstellung wird vereinfacht. Wenn man demnächst Links erstellen möchte, wird einem direkt angezeigt, falls eine fehlerhafte URL vorliegt oder ein Wort nicht geschrieben werden kann. So wird die Linkerstellung vereinfacht, besonders für neue Nutzer. Gut, Punkt Nummer 4, das ist der Payout-Bereich. Wie ihr wisst, arbeiten wir schon länger an einer Verbesserung des Payout-Bereichs und diese werden nun, ich denke mal, diesen Monat vollendet. Das heißt, ihr bekommt ab da die Dinge etwas übersichtlicher angezeigt und es werden gegebenenfalls auch weitere Zahlungsmethoden hinzukommen. Das wird sich ja besonders von unseren internationalen Partnern gewünscht. Und zu guter Letzt, Punkt Nummer 5 ist eine weitere Werbeoption. Da sind wir gerade noch in der Planung und ich sage euch, das wird auf jeden Fall sehr cool für uns. Und das Ganze könnte auch sogar noch im Januar released werden. Ja, und noch ein weiterer Punkt hätte ich fast vergessen. Punkt Nummer 6. Eure Einnahmen werden um 4% erhöht. Weitere 4% mehr auf eure Einnahmen. Freut euch drauf. So soll es sein. Weitere Dinge, die wir generell planen, ist unter anderem eine Linkvitize-App. Mein persönliches Highlight an dieser Stelle. Also wenn diese draußen ist, dann werde ich mich auf jeden Fall richtig freuen. Und zum Beispiel das Thema automatische Auszahlung. Das hatten wir zum Beispiel drin. Wenn jemand mehr als 10 Euro im Monat verdient, kann er diese automatischen Auszahlungen aktivieren und braucht sich dann nicht mehr einloggen und manuell eine Auszahlung erstellen, sondern bekommt automatisch auf das ausgewählte Konto eine Zahlung. Und das Ganze einmal im Monat. Da sind wir auch noch dran. Gut, das sind die Updates, die auf jeden Fall noch kommen. Wir arbeiten dran und das sollte auch schon zeigen, dass wir ein bisschen anders als andere Linkshortener ticken. Aber nun an euch. Ihr seid gefragt. Schreibt mal in die Kommentare, welche Updates ihr euch von linkvitize.net wünscht und wie euch diese Plattform gefällt. Lasst dazu auf jeden Fall unbedingt unten in den Kommentaren ein Feedback zu da. Und wenn ihr zufrieden seid, empfehlt diese Plattform gerne mal weiter, zum Beispiel einem Forenbetreiber oder einem YouTuber. Damit sind wir raus. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.